Es kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Also, wenn du jetzt meine Mutter fragen würdest, dann würde sie natürlich sagen, dass ich sehr lieb bin. Ich bin generell ein sehr netter Mensch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich ein Bad Guy bin, sozusagen. Ja. Why would you leave if you have everything you need? Immunity and friends. Ja, ich bin Paul Reinelt, ich bin 23, komme aus Berlin-Friedrichshain und ich singe und spiele Gitarre. If you leave anyhow, you Ich habe angefangen, Musik zu machen, als ich 14 war. Da habe ich in meiner ersten Band gespielt in meiner Heimatstadt Freiburg und habe genau da angefangen, in einer Band zu singen, habe dann noch in zwei weiteren Bands gesungen und bin dann mit 20 nach Berlin gezogen und habe dann hier solo weitergemacht. Ich würde sagen, Rockmusik auf jeden Fall. Ich meine, Rock ist sehr, sehr breit gefächert, aber auf jeden Fall Rockmusik. Ich bin ein großer Fan von 60s und sehe da definitiv auch Einflüsse. Ich glaube, ich würde es so beschreiben, dass ich Rockmusik mache, dass manche Lieder mehr Rock sind, manche Lieder sind weniger Rock, aber generell Rockmusik. Ich habe mal gehört, jemand hat meine Lieder als Kuschelrock beschrieben. Das ist mir bis jetzt hängen geblieben. Das war, für mich ist es kein Kompliment. Für manche ist es das vielleicht. Ich hoffe, ich mache keinen Kuschelrock, aber generell würde ich sagen Rock. Ich habe während der Corona-Zeit, also im Juli 2020, mein erstes Lied rausgebracht, To You Through You, und habe dann im Herbst mein zweites Lied in My Dream rausgebracht und jetzt im Februar, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, aber es ist auch schon ein halbes Jahr her, habe ich dann Insane veröffentlicht, mein drittes Lied. Und genau, jetzt bald, am Freitag, werde ich mein viertes Lied veröffentlichen und dann mal weitersehen. When there is no one left for me to drag down, Also, ich habe das Lied geschrieben, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor ich es letztendlich rausgebracht habe. Und ich hatte das große Glück, dass ich das mit meinem Papa aufnehmen konnte. blues just too color for you. Und es hat mir auch nochmal so ein bisschen die Sicherheit gegeben, als hätte ich das jetzt alleine in meinem Schlafzimmer aufgenommen, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen selbstkritischer gewesen. Ich war schon sehr aufgeregt, aber ich dachte mir auch, ich probiere es jetzt einfach und es ist jetzt einfach ein Anfang und dann kann ich weitere Lieder veröffentlichen und war danach sehr erleichtert, dass ich es veröffentlicht habe. Also beim zweiten Lied habe ich sehr lange überlegt, welches ich als nächstes veröffentliche, weil ich wollte natürlich schon was anderes veröffentlichen, wollte aber auch nicht es zu weit wegbringen von meinem ersten Lied. Nothing ever shatters like a broken dream, you say, while you shatter mine. Since weeks it isn't my alarm that wakes me up, nor Deswegen, das war da so ein bisschen die Schwierigkeit und mit In My Dream habe ich das Gefühl, dass es das eine gute Mischung ist. Es ist nicht komplett so wie das erste Lied, aber unterscheidet sich natürlich schon ein bisschen. Ja, das war so die Schwierigkeit und da war ich auch sehr froh, als ich das dann veröffentlicht habe. Davor bin ich immer sehr aufgeregt und denke mir, oh, vielleicht ist das eine falsche Entscheidung, vielleicht sollte ich was anderes rausbringen oder es gar nicht rausbringen und dann veröffentliche ich es und dann bin ich doch froh. Insane habe ich mit einem Kumpel von mir aufgenommen. Das war einfach nochmal ein anderer Aufnahmeprozess, was das Ganze auch spannender gestaltet hat. Und es ist auch ich würde sagen, das Lied, welches am rockigsten ist von mir. Es ist auch so am lautesten, vielleicht auch am düstersten. Aber ich habe das veröffentlicht und auch danach hat es mir so gezeigt, dass ich das eigentlich ganz cool finde und werde jetzt auch auf dem Album ein paar Titel haben, die in die gleiche Richtung gehen.
Es ist sehr unterschiedlich, welche Themen, um welche Themen es in meinen Songs geht. Es sind größtenteils natürlich Themen, die mich betreffen. Private Themen sind aber auch Themen, die mich in der Gesellschaft stören oder die ich besonders toll finde. Manchmal sind es auch Geschichten, die mir meine Freunde erzählen. Also es ist wirklich sehr breit gefächert und manchmal ist es auch nicht nur ein Thema pro Lied, manchmal sind es auch mehrere. Also ich versuche mich da nicht so festzulegen und mich nicht so verrückt zu machen und mir zu denken, hey, es ist gerade so entspannend, es wäre so spannend, wenn ich jetzt irgendwie in diese Richtung gehen würde, aber dann sage ich mir, nee, dann ist es ja ein ganz anderes Thema und ich versuche das so ein bisschen zu lassen und einfach drauf loszuschreiben. Ja. Also ich finde ja jetzt das vierte Lied, was rauskommt, ergänzt das Ganze so ein bisschen, dass es nochmal so ein bisschen eine andere Richtung geht, nochmal mehr in diese 60s-Richtung. Ich habe da versucht, ein bisschen damit sozusagen mit diesem Stilmittel zu spielen. Es klingt sehr fröhlich, dieses Lied, von der Melodie her und wie es aufgebaut ist, ist aber ein sehr ernstes Thema und habe so ein bisschen versucht, das zu verbinden. Den Titel, den kann ich ruhig sagen. Red to Blue heißt das Lied. Also viele Faktoren machen Red to Blue jetzt ein besonderes Lied, weil einerseits ist es das letzte Lied vor einem Mini-Album, was ich veröffentlichen möchte, oder einem Album, je nachdem, wie lang es wird. Und das ist auch das erste Lied, welches ich selbst produziert habe. Also ich habe es zu Hause selbst aufgenommen, habe die Instrumente selbst eingespielt und ja, habe mich mal so ein bisschen dran versucht. Jetzt auch selbst Sachen zu produzieren und das nicht nur noch mit meinem Vater oder Freunden zu machen. Ja. Es ist immer ganz unterschiedlich, wie die Lieder ankommen, deswegen versuche ich nicht zu viel zu erwarten, aber ich würde mir natürlich sehr wünschen, wenn jeder einmal reinhören würde und dem Ganzen eine Chance gibt und ja, es sich einmal anhört. Also, ich glaube, es war sehr gut, dass ich relativ früh in meiner ersten Band, weil so hatte ich auch mehr Zeit, mich da noch zu entwickeln und zu gucken, in welche Richtung ich gehen möchte. Und ja, den Umständen entsprechend musste ich dann aus der letzten Band gehen, weil ich eben nach Berlin gezogen bin. Und habe mich dann aber hier erstmal dazu entschlossen, mir keine neue Band zu suchen, weil es natürlich auch Vorteile hat, wenn man Solokünstler ist. Also man muss nicht mehr alles mit 5 weiteren Leuten entscheiden, sondern kann so ganz egoistisch sagen, ich will es so und so und dann macht man es auch so und so. Also hat natürlich auch Vorteile, aber an sich bin ich ein sehr großer Fan von Bands. Oh, ich persönlich höre einfach keine deutsche Musik, sicher keine deutschen Künstler. Und da ich eben so viele Bands wie die Beatles gehört habe und Oasis und so weiter, die alle eben Englisch singen, habe ich das dann auch einfach so angefangen. Also es war irgendwie nie so eine Frage für mich, ob ich auf Deutsch Musik machen will. Es war irgendwie gleich klar. Also, ich meine, die Rock-Szene wurde ja generell ziemlich an den Rand gedrängt. Also so in den 60er Jahren oder so war das ja eigentlich noch natürlich auch den Umständen entsprechend von technischer Seite her normal, dass es da so viel Rockbands gab. Ja, also ich finde, es ist ein bisschen an die Seite gedrängt, nicht tot, aber ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Aber ich meine, Rockmusik lebt meiner Meinung nach auch von Live-Musik und die war ja jetzt in letzter Zeit eh nicht so viel. Deswegen ja, den Umständen entsprechend gerade nicht so krass. Es kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Also, wenn du jetzt meine Mutter fragen würdest, dann würde sie natürlich sagen, dass ich sehr lieb bin. Ich bin generell ein sehr netter Mensch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich ein Bad Guy bin, sozusagen. Ja. Also, das Album ist so gut wie fertig. Es ist jetzt gerade nur noch so ein bisschen der Feinschliff, noch ein Cover aussuchen und final aussuchen, welche Songs auf das Album kommen. Und dann werde ich das, denke ich mal, voraussichtlich Ende September, Anfang Oktober veröffentlichen. Ich muss überlegen, ob bei allen Liedern, ob jemand dabei war oder nicht. Den größten Teil habe ich selbst gemacht.
Ich glaube, bei einem Lied war mein Papa mit dabei, das habe ich bei ihm aufgenommen sozusagen, aber den größten Teil habe ich bei mir zu Hause im Schlafzimmer selbst gemacht. Bis jetzt habe ich meine Lieder alle alleine geschrieben, ich glaube, es wird auch so bleiben. Ich glaube, ich kann es nicht so gut mit anderen Leuten zusammenschreiben, beziehungsweise ist es natürlich auch, wenn du ein Lied selbst schreibst und es singst, bist du dem ja auch viel mehr verbunden, als wenn du irgendwas singst, was jemand anderes für dich getextet hat. Also, wenn ich dieses Rezept hätte, dann würde es viel schneller gehen auf jeden Fall bei mir. Also ich habe es nicht, aber ich mache es meistens so, dass ich alle Lieder auf der Gitarre schreibe, Akustikgitarre. Und meistens starte ich mit einer Melodie, dann mache ich den Text und dann versuche ich alles irgendwie zusammenzubringen. Uff, also ich glaube, ich hätte 10 bis 12 Titel, aber ich glaube nicht, dass ich alle drauf mache. Von daher wären es wahrscheinlich 7 oder 8. Ganz neue Lieder. Also die Lieder, die jetzt draußen sind, sind draußen und damit ist gut. Und jetzt wird quasi so ein Cut gemacht und es kommen nur noch neue Lieder aufs Album. Ich habe kein Label, nee. Ich habe alles nur selbst auf Spotify gestellt und Apple Music und so weiter. Und nee, ich bin allein. na klar, also wenn es sich anbietet, dann sage ich nicht nein. Hat natürlich auch Vorteile, wenn man alles selbst macht. Also wie ich vorhin auch schon meinte mit der Bandgeschichte, wenn du ein Solokünstler bist, kannst du natürlich viel mehr selbst entscheiden und so wird es dann auch sein mit dem Label, dass man viel mehr Sachen selbst entscheiden kann und nicht erst um Erlaubnis fragen muss. Aber ja, warum nicht? Also Konzerte ist ja noch immer so ein bisschen schwierig durch Corona, aber ich spiele in letzter Zeit eben bei mehr offenen Bühnen. Da werde ich dann, denke ich mal, auch das ein oder andere Lied vorstellen. Und ja, ansonsten gucke ich einfach mal, was noch so auf mich zukommt.